Bevor es auf die Strecke geht, können alle auf dem Extra-Parcours üben, balancieren, springen, Gleichgewicht. Und inzwischen hat das Radfahren in Bad Endbach eine neue Dimension erhalten. Wir machen sehr viel Kinder-Jugendarbeit natürlich jetzt über dieses Projekt. Und das ist schon toll, dass wir so viele Jugendliche auch rausziehen in die Natur zum Fahrradfahren. Das entwickelt sich hier ganz rapide jetzt gerade und ja, macht viel Spaß. Drei Routen wie beim Skifahren führen jetzt durch den Wald über Bad Endbach, schwarz, rot und blau. Wobei, ich muss der Wahrheit zuliebe sagen, am Anfang war das alles illegal, was hier gelaufen ist. Und vom Ursprung her bin ich dem Thema ja eher zugewandt worden, um deine Lenkungsfunktion auszuüben und das Illegale zu verhindern. Nun ist der Spaß im Wald durch viel ehrenamtliche Arbeit legal und die Radler kommen auch von weiter her. Extra aus Hannover hergekommen sogar für die Tour hier. Ja, der Trail ist gut, der Trail ist super. Klasse, ja. Mohn auf 16 Hektar und die Menschen kommen in Scharen, Bussen und auf Mohnschneckenhängern. Und Marco Linarduzzi, der jetzt den größten Teil der Vorarbeit hinter sich hat, kann nun endlich selbst genießen. Wir haben auch einen sehr schönen Fotowettbewerb zum Thema Mohn und da schicken uns die Leute natürlich auch sehr viele sehr, sehr schöne Bilder. Und alle werden irgendwie mohnsüchtig. Es gibt in Deutschland zwei Züchtungen, die sind zugelassen und hier gibt es auch kein Opium. Hier gibt es nur Mohnkuchen. Und der hat's aber auch in sich. Mmh, lecker. Den Mohnkuchen gibt's in der Mohnscheune und dort kann man auch Mohnöl, Mohnhonig und Mohnkäsegriller kaufen. Und ich bin total begeistert. Ich finde es einmalig schön. Also es ist nur zu empfehlen, hierher zu kommen und sich das mal mit allen Sinnen zu genießen. Ja, ist wirklich was für die Sinne, alle Sinne. Inzwischen stehen bestimmt noch ein paar Mohnblumen da, aber im nächsten Jahr dann wieder und sicher noch mehr. In und um Willingen haben sich 42 Gastgeber zusammengetan. Jeder Betrieb garantiert festgelegte Standards. Es ist die erste Kooperation dieser Art in Nordhessen. Also der größte Vorteil ist, wir sind alle persönlich anwesend, immer. Es gibt also hier keine Eigentumswohnung oder irgend sowas, wo man irgendwo wohnt, sondern wir sind hier. Der Gast kommt, wird von dem Inhaber persönlich begrüßt. Und das ist eben das, was ein großes Hotel so nicht leisten kann. Alle 42 sind inhabergeführte Familienbetriebe mit maximal 60 Betten. Einzel- und Doppelzimmer, Ferienwohnungen mit regionaltypischer Ausstattung und natürlich ohne Mängel. Und die Mini-Inns wollen sich ausweiten. Von Willingen über den Diemelsee bis nach Marburg. Wollen Sie jetzt die großen Hotels in Willingen auswischen damit? Nein, das auf gar keinen Fall. Aber gemeinsam können auch die Kleinen größere Summen sparen und bessere Angebote machen.